herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Ausgabe von Remastered. Ich spiele mal wieder eine Runde The Culling, zu Deutsch die Auslese. Ich hoffe, diesmal ein bisschen erfolgreicher als beim letzten Mal. Man sieht schon, ich habe mir schon ein wunderbares Ton-in-Ton-Camouflage-Outfit zusammengespielt. Man bekommt immer, wenn man nicht ganz so schlecht abschneidet, irgendwelche wunderbaren Outfit-Teile zusammengeschenkt. Und ja, jetzt habe ich mittlerweile die tolle Hose und das Oberteil Ton in Ton und eine wunderbare SWAT-Maske in Weiß. Ein Traum. Ein Traum. Und diese Airdrops, die man rufen kann, davon habe ich jetzt auch ein bisschen mehr. Kann man halt eben gucken. Man kann hier verschiedene Drops auswählen. Irgendwie kommen immer neue dazu. Angeblich, wenn man die aus dem Surprise Me Drop, also aus dem Random Drop, kriegt, sollen die sich angeblich auch im Inventar danach befinden. Aber das ist nicht der Fall. Beziehungsweise nur sehr bedingt der Fall. Gut, also ich denke mal, welchen Drop werde ich jetzt mal nehmen? Ich glaube, ich nehme mal den Thief Drop, der beinhaltet einen Bowie Knife, also ein Tier 3 Messer, Pfefferspray und eben einen Rucksack und ja, noch so eine Steel Snare, das ist halt diese Stahlfalle. Das sind jetzt alles nicht super gute Waffen, aber Backpack ist ganz geil, kann man sich einen Body Armor draus machen mit dem Stein. Pfefferspray kann die Leute halt eben temporär erblinden lassen. Also im Kampf auch ganz praktisch. Aber mir geht es vor allem darum, dass der Drop relativ früh da ist und man halt relativ früh eigentlich schon ganz gute Ausrüstung hat und mit der Hoffnung dann eben dadurch schon jemanden auszuschalten oder vielleicht halt auch einfach besseres Equipment zu finden. Ja, und man hat halt dann noch mehr Geld über, genau, für eben diese Random-Kisten. Naja, schauen wir mal, ob das was wird. Andererseits habe ich mir gerade überlegt, ganz gut wäre es natürlich auch, es gibt einen von diesen Drops, welcher war das noch gleich, der auch relativ günstig ist, wo man direkt, glaube ich, eine Explosive bei kriegt. Es gibt ja gewisse rote Kisten, die man nur mit dem Explosive öffnen kann. Oder auch nicht. Der ist mir zu teuer. Ah, okay, der Draft war das mit dem Dynamite, aber der kostet 130 Funk. Also diese Funk-Punkte muss man halt immer im Spiel, hatte ich ja schon mal in der ersten oder zweiten Folge wahrscheinlich auch erklärt, muss man eben immer sich erspielen, man kriegt die halt für Kills und so weiter. Man hat am Anfang ganz klein bisschen, man findet Gegenstände, die kann man wieder an diesen Automaten verkaufen. Ich muss mich auch korrigieren, ich hatte in der Folge davor, glaube ich, gesagt, dass dieser Orangensaft, Orange Juice, nicht so super ist und habe den verkauft. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass er doch ein extrem starkes Item ist. Also, es erhöht, glaube ich, den Stamina-Balken, es erhöht, glaube ich, den Schaden sogar. Und vielleicht gibt es auch noch Armor oder so. Also es ist ziemlich krass, habe ich gemerkt mittlerweile. Also das war leider eine Fehleinschätzung. Aber wer weiß nicht, den guten alten Orangensaft am Morgen zu schätzen. Deswegen, eigentlich etwas blauäugig von mir. Naja, ich glaube, ich bleibe jetzt hier bei dem Thief. Leider hier steht ja 2 Minuten 2 Wartezeit. Ich bin jetzt bei 1,55. Ist halt immer ein bisschen Wartezeit bei diesem Spiel. Die Server sind im Moment noch nicht so ganz krass, aber man sieht 2 Sekunden 1. Immerhin ist die angestrebte Wartezeit auch realistisch. Okay. Es geht los, ich bin wieder in meiner tollen Kiste. Scheinbar direkt am Wasser, also vermutlich direkt in der Mitte. Ein bisschen sieht man ja diese Löcher. Und ich höre diesen Kamerasound, das heißt, ich bin direkt in der Nähe eines Gebäudes. Ja, da ist es auch schon, perfekt. Gebäude bedeutet eben Schränke, Schränke bedeuten Items und ja. Hier finde ich direkt ein bisschen Funk, um was zu craften, wunderbar. Vielleicht, ob ich jetzt einen Holzstück mitnehme. Ja, man kann zumindest eigentlich schon mal direkt ein Messer machen mit 2 Steinen und dadurch dann halt auch damit ein Speer mit dem Holz, aber eigentlich habe ich dafür jetzt auch keine Zeit. Ich bin in einem relativ großen Gebäude, wo ziemlich viel ist, deswegen sollte ich mich lieber beeilen. Bevor einer kommt. Ich mache die Tür wieder zu, damit vielleicht Leute denken, hier wäre noch keiner gewesen. Und ich höre halt, wenn einer hinten reinkommt. Das ist immer ganz angenehm. Ich muss sagen, dass ich am Anfang den meisten Kämpfen aus dem Weg gehe, weil ich einfach immer erst ein bisschen sammeln möchte und so und nicht direkt Konfrontation suche. Allerdings, ja, kann man auch durch direkte Kämpfe eben direkt jemanden töten und Geld damit gewinnen. Das
Wegen. Hier ist jetzt leider nicht der Automat, vermutlich auf der anderen Seite. Also zum Eintauschen. Okay. Ja. Diese Breast Knuckles Tier 1 sind ziemlich schlecht, 6 bis 8 Schaden nur. 6 bis 18 Schaden nur. Aber die haben halt auch gar keine Reichweite und die sind, die machen auch keine Runden so wirklich. Sehr geringfügig Pfefferspray verkaufe ich, kriege ich ja eh gleich durch meinen Job und ich komme dem jetzt auch schon echt näher, weil ich jetzt hier schon 57 habe. Das ist der Vorteil, wenn man so einen günstigen Job eben nimmt. Man kommt schnell dran. Allerdings hoffe ich jetzt, dass ich keinem begegne vorher, bevor ich jetzt meinen Job... Oh, hier ist direkt einer. Scheiße. Ich sollte mich möglichst verpissen. Auch wenn es hier noch Funk ist. Scheiße. Also ich weiß nicht, ob der jetzt schon was gesammelt hat. Vielleicht finde ich hier oben noch schnell irgendwas, was ich vor dem schützen kann. Scheiße, hier ist nichts. Der wird jetzt hochkommen. Ich habe keine Lust, direkt zu sterben, ehrlich gesagt. Ist jetzt ein bisschen dämlich, aber ich flüchte einfach. Okay, der ist hinter mir ziemlich nah. Das ist ein bisschen blöd, aber ich habe immerhin relativ viel Funk gesammelt. Hier mit diesem Man-Tracker sieht man eben, wo Leute sind. Wenn es denn funktioniert. Gerade wollte er irgendwie nicht. Okay, der ist hinter mir da oben. Ach, da ist er, scheiße. Das heißt, der war gar nicht da oben. Okay. Ist die Frage, ob ich jetzt noch eine Waffe hier suche? Ich meine, diese, eine Gun war da, die Alarmgun, damit kann man die Leute... Ja, das nervt eigentlich nur, man kann denen so einen Schuss anheften, wodurch die halt eben leuchten und auf sich aufmerksam machen, durch so eine doofe, nervige Radiodurchsage, aber wirklich gefährlich ist das nicht. Ich nehme jetzt hier diesen Shot einfach mal, weil ich doch Angst habe, dass der jetzt hier kommt, den müsste ich eigentlich gesehen haben. Allerdings will ich auch gerne nach oben was looten, weil scheinbar unten doch keiner war, hatte ich doch zu früh Panik. Aber, ja, wenn ich mich jetzt lange aufhalte, vielleicht denkt ihr auch gar nicht, ich wäre hier hingegangen. Oder kommt gleich von hinten, ja. Da ich jetzt noch gar keine Waffe habe, ist es halt echt relativ doof. Okay, der ist irgendwie scheinbar weitergegangen. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich hier eben noch das Gebäude looten. Warum auch immer der gegangen ist, also. Ah, der Funk, stimmt, in den Schränken war noch Funk oben drin. Den könnte ich mir natürlich auch noch holen, allerdings vergeht natürlich jetzt auch ganz schön viel Zeit, während ich hier das Ganze auseinandernehme. Die ist roh, die kann man nur mit Explosive öffnen eben. Okay. Ja, da jetzt der doch wohl weitergezogen ist, werde ich hier eben noch den Funk, den ich eben gesehen habe in den Kisten. Hier vorne nämlich. Ja, mir holen. Jetzt habe ich 89 jetzt durch das nächste. Ich müsste genug haben. Kann mal kurz gucken, rechte Maustaste. 85 brauche ich, ja. Dann brauche ich noch nicht mal hier meinen Iron Foreskin verkaufen. Sehr lustig sind auch immer diese Durchsagen zwischendurch. Hier ist Stay Healthy zum Beispiel, also. Das sarkastisch, das Ganze, das gefällt mir sehr. Auch einfach diese Durchsagen, wenn jemand getötet wurde, womit jemand getötet wurde. Somebody got beaten to death, your people are savages oder so. Das, ich mag den Humor eigentlich ganz gerne, der hier im Spiel vorkommt. Allerdings sollte ich mir jetzt gleich mal möglichst schnell eine Waffe besorgen. Oder zumindest irgendwas craften. Und hier höre ich auch schon wieder diese Fliegen, aber ich kann es jetzt nicht genau zuordnen. Da das Gas da hinkommt, muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich mache mir jetzt einfach schnell ein Messer. Da kommt es auch schon, ich höre es glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es bis hierhin kommt. Ah ne, es kommt gar nicht weiter, okay. Das ist entspannt, hier ist noch ein bisschen Funk. Wenn ich jetzt noch einen Stock habe, mache ich mir halt wieder so einen Speer. Der ist doch nicht besonders gut, aber... Zumindest komme ich nicht sozusagen nackt, wenn ich irgendwen treffe. Zumindest ein bisschen was in der Hand. Wir sind in der Mitte halt wieder, oh, da war einer. Da unten habe ich einen gesehen, definitiv. Fuck, da ist er auch, da gibt es echt eine super schlechte Waffe.
nehme ich hier diesen Iron Foreskin, um mich ein bisschen zu schützen und verpiss mich, falls er mich in Tarix irgendwie abwirft oder abschießt, was auch gerne mal der Fall ist. Allerdings scheint er hier auch. Nee. Der ist scheinbar gar nicht hinter mir hergekommen. Sieht er natürlich doof aus, weil ich hier die meisten Leute einfach links liegen lasse und vor dem weglaufe, aber da ich noch keine Waffe gefunden habe und meinen Airdrop jetzt auch noch nicht auslösen konnte, weil ich jetzt noch keinen von diesen Punkten gefunden habe. Den Funk habe ich jetzt mittlerweile, aber ja, ich muss halt jetzt eben gucken, dass ich da vorne links zum Beispiel so einen Loadpunkt finde, da kann ich die halt eben abwerfen lassen. Ich habe ganz gut bei meinem Perk, man kann so drei Spezialfähigkeiten einstellen, habe ich eingestellt, eben, dass ich, nee, doch nicht, das ist die Brücke, das ich mich verguckt, dass man halt einstellen kann, dass der Drop sofort kommt. Das finde ich ganz angenehm. Sonst muss man halt warten, da vorne ist er aber. Und der kann möglicherweise eben von wem anders abgeschossen werden. Man kann die halt mit dem Bogen oder sonstigen Schusswaffen eben aus der Luft holen. Und die anderen sehen halt, wo ein Drop ist einfach. Und dann. Damit. Den Rucksack nehme ich direkt. Dann. Man kann sich halt auch eine Armor daraus werfen, da ich jetzt relativ viel dabei hatte. Hau ich jetzt lieber ab. Die Airdrops sind natürlich immer beliebt bei anderen Mitspielern, weil es gibt Waffen und Waffen können alle gebrauchen, logischerweise. Rucksack ist gut, weil ich jetzt mehr Platz habe. Yeah, man sieht das hier rechts, mehr Platz im Inventar. Ich kann jetzt nochmal kurz mein Inventar so ein bisschen aufräumen, indem ich eben die Sachen runterwerfe. Und dann halt an der Stelle aufnehme, wo ich es auch brauche, damit man nicht im Kampf auf einmal dann seinen Man-Tracker in der Hand hat oder so. Wenn man eben schnell durchschaltet. Hier habe ich doch schon wieder diesen Funk. Naja. Stehe ich direkt drauf oder was? Nee. Hä? Das war jetzt mysteriös. Hier in einem von diesen kleinen Gebäuden ist immer eine Kiste drin. Also ist meine Erfahrung. Ich hoffe, hier war noch. Ja, natürlich, hier war schon einer, da war auch die Kiste. Schade. Allerdings, ja. Könnt ihr jetzt halt hier nochmal eben so ein bisschen Gas auslösen. Bringt halt auch ein paar Punkte. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen aufmerksam, aber allerdings wird man auch Verfolger, etwaige Verfolger los. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wer hinter mir her gewesen sein sollte, aber. Allerdings hätte ich natürlich auch die Sachen, die ich noch überhaupt verkaufen können und noch so eine Kiste aufmachen. Naja, ich werde mal hier das Gebäude checken, vielleicht nochmal den Man-Tracker. Okay, das Gebäude scheint leer zu sein. Ich sehe halt immer, wie weit wo jemand entfernt ist. Okay, hier war schon jemand. Und ich höre einen Hubschrauber, das heißt, irgendwer hat sich einen Airdrop bestellt, das ist natürlich nicht so geil. Da hinten sehe ich auch einen. Okay. Und hier die Kiste ist noch frei, also die hat noch keiner. Die kosten 50 Funk immer, die blauen, die roten kriegst du halt nur mit dem Springding auf. Okay, jetzt habe ich so einen Stun-Gun, ist ganz nett. Elektroschocker. Ist natürlich ganz praktisch. Okay, da hinten war ja einer, gucken, kommt der jetzt hierher oder nicht? Da gehe ich dahin, ist halt immer die Frage, wie gut die Leute ausgerüstet sind, ob man die Konfrontation direkt suchen möchte oder. Ich bin halt auch echt ein Freund davon, sich so ein bisschen herumzuschleichen und dann erst etwas später einzugreifen. Ja, ob das so erfolgreich ist, ich weiß es gerade auch nicht. Okay, Gas wurde ausgelöst, irgendwo in der Nähe. Das heißt, irgendwo sind Leute und womöglich kämpfen die auch. Da hinten, okay. Okay. Da ist doch auch schon jemand. Den werde ich mir jetzt vorknöpfen. Der hat bestimmt gerade gekämpft und ist ein bisschen verletzt. Allerdings hat er einen Bogen. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber warum auch immer, hat er sich gerade geheilt oder so?
Oder checkt der mich nicht, oder der will mich nicht checken? Ich glaube eher, der will mich nicht checken. Aber jetzt macht er sich gerade eine... Will er sich eine Bandage machen? Okay, jetzt muss ich ihn halt... Ah, fuck, mit dem Bogen ist natürlich scheiße. Kann mich halt jetzt auf Distanz halten. Ah, okay, jetzt hat er mich getroffen, das ist scheiße. Ah, ärgerlich, das war auch nicht ganz so gut gekämpft. Muss man sagen. Ja, ich habe halt echt nur... Ich spiele gerne mit diesem, ja, mit diesem Taser, mit der Stungun und eben dem Tränengas rum, aber wirklich erfolgreich ist das nicht. Vor allen Dingen hatte der halt einfach eine Body Armor, sonst hätte ich dem wahrscheinlich wesentlich mehr Schaden machen können. Schade. Naja, so weit, so gut erstmal. Das war wieder ein kleines Ründchen, leider wieder ähnlich unerfolgreich. Aber ich habe eine Forest Solid Motorcycle Pants mir verdient. Ist das nicht auch was? Und damit, ja, zurück ins Funkhaus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.